Hallo und herzlich willkommen hier auf Hahn Spirit mit Daniela Hahn zur Wochenbotschaft vom 15. bis 21.05. Ja, und wenn dich interessiert, welche Energien uns diese Woche ja beschert werden, dann bleibe dran. Die verwendeten Karten findest du wie immer in der Videobeschreibung, ebenso alle Hinweise für eine persönliche Beratung bei mir. Schau doch einfach mal auf meiner Webseite vorbei, vielleicht ist dort etwas Passendes für dich dabei. Okay, also wir stehen numerologisch unter der Zahl 12 und das ist im Tarot in den großen Arkanen der Gehängte. Und der Gehängte sagt uns immer, wir sollen eine neue Sichtweise einnehmen. Also es geht um einen neuen Blickwinkel, der uns hier vorgeführt wird. Also etwas mal von einer anderen Seite auch aus betrachten. Und ja, es kommt natürlich darauf an, beim einen kann das was Größeres sein, beim anderen ist es was Kleineres, wo du neu betrachten darfst. Was das jetzt genau für diese Woche bedeutet, diese neue Sichtweise einnehmen, dass vielleicht auch irgendetwas gedanklich oder auch emotional umgedreht, also auf den Kopf gestellt werden muss, das schauen wir uns jetzt hier in den weiteren Karten an. Und wir ziehen hier drei Karten als Überschrift hier aus dem schönen Sufi-Tarot. Okay, und dann drehen wir die mal um. Ja, ihr Lieben, wir haben hier die 6 der Münzen und bei der 6 der Münzen geht es immer um das Thema ja geben und nehmen. Also es geht um Dinge, die in einen guten Dialog geführt werden, dass es ausgeglichen ist. Ne? Das ist so ein bisschen die kleine Schwester von der Mäßigkeit. Also wo gebe ich zu viel, wo nehme ich zu viel, wo darf ich mehr geben, wo darf ich vielleicht auch mal nehmen und habe immer nur gegeben und mir wird nicht gegeben. Also hier geht es um einen energetischen Ausgleich, dass man hier auch darauf achtet, wo sind Unausgeglichenheiten, wo gibt es ein Ungleichgewicht, wo ist was vielleicht auch ungerecht, also ungerechtfertigt, unausgeglichen. Also das kann auch mal um Ungerechtigkeit gehen, dass man der Ungerechtigkeit tatsächlich auf die Spur kommt, weil mit dem Gehängten wird es alles so auf den Kopf gestellt. Das heißt, Dinge, wo du vorher vielleicht gar nicht sehen konntest, die nicht funktioniert haben aus diesen oder jenen Gründen, wo du vielleicht gar nicht gemerkt hast, dass du ausgenutzt wirst oder dass du schlecht behandelt wurdest und hast das gar nicht gemerkt und jemand anderes hat sich ganz unfair gegenüber dir benommen und du warst schon so in deinem Tran drin, dass du es gar nicht bemerkt hast. Das sind nur Beispiele, ne? Also irgendetwas, was im Ungleichgewicht ist, dem kommt man jetzt auf die Spur. Weil die Energien so sind, die möchten eine Veränderung hervorrufen, eine tiefgreifende Veränderung, aber das kommt jetzt nicht so brachial wie ein Turm daher, ne, der da voll reinhaut und alles Kleinholz macht, sondern das ist tiefer, das kommt aus der Seele, das ist so ganz tief aus der Seele heraus, die sagt, hier stimmt was nicht, hier ist was nicht in Ordnung, meine Seele schreit nach gewissen Dingen, die sie jetzt braucht, das sind auch Emotionen, die beachtet werden möchten, also das kann auch sein, dass man plötzlich eine Aussprache will mit einer Person, wo man vorher gar nicht sprechen wollte, konnte und jetzt plötzlich merkt man, ach, ich kann so nicht weitermachen, das funktioniert alles so nicht. Ich muss da nochmal ein Gespräch führen oder ich muss das klären oder ich muss mich aus der Sache befreien oder wie auch immer. Also hier wird etwas ausgeglichen und es geht auf einer ganz tiefen Seelenebene, es geht auf einer tiefen Empfindungs- und fast schon Erleuchtungsebene. Und dieses tief Spirituelle zeigt auch hier in den Überschriftskarten die Hohepriesterin, denn die Hohepriesterin steht ja für ein ganz tiefes Empfinden, für ein ganz tiefes Einspüren. Sie ist diejenige, wo hinter die Schleier gucken will, was verborgen ist. Wo er vielleicht sagt, ich sitze jetzt mal da und hänge da rum und überlege
und guck mal, ob mich die Erleuchtung Gottes packt, aus mir heraus, also aus meinem Inneren heraus, ist sie ganz aktiv und sie sagt, ich will dahinter schauen, ich will es wissen, ich will es ergründen, ich will das Studium machen, ich will die Ausbildung machen, ich will wissen, wie es ist, eine Ärztin zu sein. Also es ist nur mal so ein Beispiel, ne? Ich will nicht nur lesen darüber, ich will es erfahren. Also hier will etwas erfahren werden. Man will es nicht nur theoretisch wissen oder emotional oder irgendwie davon träumen, man will es wirklich erfahren und ganz tief ergründen. Also das bedeutet, es ist eine sehr seelische Woche, es ist eine emotionale Woche und die Seele spricht hier ganz laut. Na, es ist auch eine tief spirituelle Woche, also auch für spirituelle Arbeiten, Gebet, Meditation, Klosterwochenende, was auch immer. Also das passt hier alles rein. Dann haben wir hier den Sohn der Münzen, das ist hier der Ritter in diesem Deck. Die Söhne sind die Ritter, die Töchter sind die Pagen. Also haben wir hier den Ritter der Münzen und der Ritter der Münzen steht für all das, was von Wert ist. Also man räumt auch ein bisschen auf und schmeißt das raus, was einem nutzlos erscheint, was keinen Wert mehr hat. Also es geht auch. Es gibt ja so einen Werteverfall, spricht man ja immer in der Gesellschaft. Ne? Ach, die Werte gehen den Bach runter und bitte, danke ist nicht mehr wichtig, Höflichkeit vor alten Menschen und so weiter. Und hier geht es ganz stark diese Woche um Werte schaffen. Was ist mir ein wichtiger Wert in meinem Leben? Was braucht meine Seele, um wertgeschätzt zu werden in dieser Welt? Also ihr merkt schon, es sind sehr spirituelle Themen. Und diese tiefen Themen, die so tief aus dem Inneren kommen, können natürlich die Menschen ganz schön aufwühlen und durcheinander bringen. Das kann passieren, dass einer plötzlich heult oder schreit oder kratzt oder lacht oder kann seine Emotionen gar nicht so richtig im Griff haben. Aber dass ihr das versteht, dass hier tiefgehend aus der Seele wie eine innere, also ich kriege hier das Wasser rein, das ist wie eine Reinigung, wie so eine Waschmaschine, die jetzt alles durchputzt. Aber sie macht es nicht so brutal wie ein Turm. Das ist so, es kann so in Wellen kommen. Vielleicht kriegt man auch einen Heulanfall oder einen Lachanfall, wie ich schon sagte. Also Emotionen werden diese Woche verarbeitet, neu in eine Harmonie gebracht. Dass am Ende das bleiben darf, was wirklich wichtig ist. Also es ist eine ganz wichtige Woche, ne? Wichtige Wochenbotschaft, wichtige Woche. Jetzt gucken wir mal, Entschuldigung, was wir hier jetzt am Montag haben. Ich muss mal gucken, ob das auf meiner Kamera, ja, das scheint drauf zu sein. Ich sehe nämlich nichts, die Sonne scheint hier so rein, da kann ich nicht sehen, ob das hier alles so drauf ist. Also, hier haben wir die 7 der Schwerter und ihr seht schon, da geht es ja um diesen Diebstahl, ne, dass jemand trickst. Also am Montag ein bisschen aufpassen. Da kann sein, dass der ein oder andere, na, so ein bisschen, gerade wenn die Energien, die Emotionen so angegriffen, so aufgeputscht sind, so verändert sind, dass man sich manchmal gar nicht selber einschätzen kann, nicht so recht weiß, wo läuft's lang. Vielleicht ist man auch ein bisschen stagnierend, kommt nicht so richtig in die Pötte. Und da ein bisschen aufpassen. Das kann natürlich manche dazu verleiten, dass sie in ihren Energien indifferent sind, dass sie andere täuschen, dass man Täuschungen aufliegt, dass man nicht so vielleicht ehrlich mit sich selber und mit anderen ist. Also hier heißt es am Montag, prüfe. Ne, fällt hier ein, drum prüfe, wer sich ewig bindet oder wie der Spruch so geht. Ne? Also prüfe, wenn du wichtige Dokumente hast, wenn ein Gespräch ansteht, wirklich gucken, ach, sagt die Person das jetzt nur, mich zu beruhigen oder geht es ihr vielleicht innerlich ganz schlecht und sie sagt das, um was zu verstecken. Also hier geht es so ein bisschen, ja, nicht so ganz klar zu. Also der Montag scheint, hat eine Energie drin, die ist nicht so ganz klar und es ist jetzt auch nicht der beste Tag für große Klärungsgespräche. Und jetzt habe ich mir kein Getränk hingerichtet. Ich muss mal hier ein Bonbon nehmen. Ich hatte nämlich die Woche wirklich eine schlimme Erkältung bekommen und ja, ich hätte mir hier
Getränk noch hinrichten sollen. Okay, ihr Lieben. Dann gucken wir mal am Dienstag rein. Ein Thymian-Bonbon. Also. Wir gucken mal. Ihr seht schon, am Dienstag haben wir auch wieder eine Energie drin. Dieser Schwertkraft. Also zwei der Schwerter. Man ist immer noch unschlüssig. Ja, wie auch. Ne? Der Gehängte, der baumelt da so rum. Er weiß nicht vor, zurück. Aber es wirkt. Also die Energie, die hier beschrieben wurde, eingangs, die wirkt im Hintergrund. Das ist nicht so, dass da nichts wirkt. Also selbst wenn du das Gefühl hast, es geht nichts vorwärts. Ich trete auf der Stelle. Ich fühle mich in Konflikten noch gefangen. Ich kann es noch nicht klären. Ich weiß noch nicht, wo es hingeht. Ich kriege vielleicht noch nicht das Okay, was ich will. Oder die Botschaft. Oder das, auf was ich warte. Das ist alles noch nicht so geklärt. Du fühlst dich vielleicht ein bisschen veräppelt oder sowas. Es braucht Zeit, ne? Trotzdem wirkt im Hintergrund diese Energie, dass hier ja, deine Seele sich innerlich reinigt. Und das kann natürlich zu Stimmungsschwankungen führen. Am Mittwoch wird es dann aber deutlich besser, ne? Da kriegen wir den Buben der Stäbe. Du siehst, da kommt die Inspiration, da kommen die Ideen, da hat das schon ein bisschen gefruchtet. Da fühlt man sich aufgeladen. Da kann dann endlich die lange ersehnte Nachricht kommen. Ein Paket kommen auf irgendwas, was du wartest. Ein Treffen passieren. Also alles, was irgendwie geklärt werden will, was man gewartet hat, was nicht funktioniert hat. Oder wo man irgendwie eine Idee braucht oder noch eine Botschaft, eine Nachricht, ein Okay. All das liegt hier im Mittwoch drin. Das wirkt auch vom Bild her dann natürlich sehr, sehr befreiend, ne? und sehr beschwingt. Dann haben wir den Donnerstag. Am Donnerstag kriegen wir den Turm rein. Das ist praktisch so der Breakpoint. Ne? Also wenn sich da Sachen angestaut haben, dann kann sich das am Donnerstag, wo man hier vielleicht gar nicht fähig war zu agieren so richtig, und hier hat man Inspiration bekommen, hier hat man jetzt die Chance, an diesen Breakpoint zu kommen, also an diesen Punkt, etwas zu matchen, etwas umzudrehen, etwas in eine andere Richtung zu machen. Und vielleicht erkennt man auch, dass etwas gar nicht funktioniert oder dass etwas gar nicht so weitergehen kann. Also da ist eine starke Umbruchsenergie drin, die natürlich sich dann, wo ich gesagt habe, das zeigt sich alles so sanft und so, der Donnerstag kann schon emotional aufrüttelnd sein, aber für diejenigen, die tief in sich gegangen haben, die nicht sich gefürchtet haben vor diesen Energien, die Energie wirklich als Inspiration, als Chance genutzt haben, da kann der Donnerstag ein fantastischer Tag werden. Also, dass man sagt, ich spüre, in mir hat sich was verändert und ich will das jetzt. Ich will diesen Turm, ich will diesen Umbruch, ich will diese Transformation. Und alle anderen, die sich verweigert haben, weil sie noch nicht so weit sind, das ist gar nicht bewertend gemeint, die das noch nicht umsetzen können, die empfinden vielleicht den Tag als schwer, als schwermütig, als Tag, wo man sich zurückziehen muss, wo man vielleicht sich ein bisschen verlassen fühlt, vielleicht auch, dass man nicht so Hilfe kriegt oder sowas. Also der Tag kommt immer darauf an, wo du gerade dann schon stehst in deiner Transformationskraft. Je nachdem empfindest du diesen Tag unterschiedlich. Es ist trotzdem ein Game Changer, weil du kommst in eine Richtung rein, hinzuhören, was dir deine Seele sagt, ne? Was sie dir sagen will. Wir haben ja eine sehr, sehr spirituelle Woche. Dann haben wir den Freitag. Und der Freitag kommt mit 5 der Münzen. Und da kann es auch ein bisschen nochmal um Finanzen gehen. Es kann um Themen gehen, dass du nicht so recht weißt, soll ich das machen oder soll ich es nicht machen? Soll ich da investieren oder gehöre ich da überhaupt dazu? Also es kann auch um Themen gehen, wenn es darum geht,
Soll ich die Ausbildung machen? Soll ich mich für dieses Seminar anmelden? Soll ich zu diesem Wochenendkurs gehen? Soll ich mich im Fitnessstudio weiter abmühen oder so, ne? Also mir ist so ein bisschen unsicher, man fühlt sich vielleicht ausgeschlossen, nicht so ganz dazugehörig. Aber hier sagt die geistige Welt mir, das sind praktisch noch so Ausläufer, die du praktisch hier vom Donnerstag mitbekommst. Aber es ist auf jeden Fall diese Umbruchsenergie, also die ist positiv am Wirken. Dann schauen wir in den Samstag hinein. Ja, also es sind noch diese Restausläufer, wie ich gesagt habe. Weil am Samstag, du siehst, es ist schon ganz hell und positiv. Also da liegt der Genuss drin, da liegt der Freude drin, da liegt die Gemeinschaft drin, da liegt die Familie drin. Also da ist dann ein Punkt erreicht, wo irgendetwas, wenn du auf die Woche zurückschaust, du genießen kannst und dich freuen kannst, dass du das geschafft hast. Also irgendetwas, was deine Seele braucht und will, wird diese Woche, wenn auch ein bisschen mit Geburtswehen, es ist wie so eine Geburtswehe, beim einen stärker, beim anderen schwächer, geboren. Und klar, wenn es dann geboren ist, dann freut man sich. Also schau mal zum Wochenende, was das die Woche über für ein Thema oder für eine Emotion. Es kann auch manchmal nur eine Emotion sein, die sich verändern möchte, um das Leben neu betrachten zu können. Also was sich da praktisch für dich gezeigt hat. Weil das ist ein Geschenk und dieses Geschenk, das wird auch hier absolut bestätigt am Sonntag dann nochmal durch das Ass der Kelche. Und das steht ja für die Tiefe der Seele, für die Liebe, für das, was du fühlst, was du brauchst. Das ist die Fülle drin, ne? Der Kelch fließt immer weiter mit lebendigem Wasser, wird immer wieder angefüllt. Es nimmt kein Ende. Also das Gute ist immer da und das Gute kann reichlich geschöpft und genossen werden. Also ein schönes Wochenende. Auch für Gemeinschaft mit Familie, Freunden, Liebespartnern, schöne Treffen, tiefe emotionale Gemeinschaft und Bindung. Ein Monat, eine Woche, die sich sehr auch spirituell erfüllt mit Fülle abschließen lässt. Also da ist eine Vollkommenheit drin, spüre ich hier raus. Also sehr besonders. Jetzt gucken wir mal. Normalerweise legen wir ja immer noch Lenormand-Karten als zweite Vertiefung. Ich möchte aber gern Tarotkarten nehmen. Wir gucken noch mal in den Montag. Der Montag kriegt mir mit 5 der Stäbe hier noch mal diese Herausforderungskomponente. Aber das ist auch eine Übung, ne? Mit 5 der Stäbe, das ist alles nicht so wild. Erprobe und erübe dich. Und es geht natürlich auch um Behaupten in dieser Welt, dass du deine Position, deine Stellung, das, was dir wichtig ist, in dieser Welt auch behauptest. Also, dass du dazu Position beziehst, ne? Also, das ist auch eine Willenssache. Am Dienstag, wo wir ja diesen Zwiespalt hatten, dass man sich vielleicht auch ein bisschen zerrissen fühlt, kommt aber dennoch mit den 4 der Stäben eine Energie hinein, die sagt, du baust hier ein wichtiges Fundament, dass du dich hier leiten lässt, dass dieser Umbruch, diese neue Sichtweise brauchst, weil das alte Fundament nicht mehr richtig funktioniert. Das ist ein Kollektivthema. Also wir legen ja hier fürs Kollektiv auch, ne? Ist ja keine Einzelberatung. Und das heißt, das Kollektiv braucht eine neue Basis, weil die alte Basis nicht mehr gut ist. Die bröckelt an allen Enden und Ecken und Enden. Und wir machen uns oft was vor und täuschen vor, dass alles in Ordnung ist. Wollen es aufrechterhalten, aber im Inneren fühlen wir es, dass es nicht funktioniert. Am Mittwoch haben wir ja diese Aufbruchsstimmung drin mit den tiefen Inspirationen der großen Kreativität. Und das
Da ist jetzt diese Traumkarte, die ja für Illusion, aber auch Realität steht, sehr interessant, weil die ist positiv, diese Karte. Das heißt, die macht diese Karte positiv. Negativ wäre, wenn wir sagen, oh, ich habe nur Illusionen und nichts davon lässt sich umsetzen und bin ein Mensch mit einer rosaroten Brille und tapp von einem Fettnäpfchen ins nächste. Aber diese Karte sagt, es geht darum, dass du auch an dich glaubst und dass du groß träumst, dass du Großes erwartest von diesem Leben und dass du bereit bist, auch große Geschenke und große Dinge in deinem Leben anzunehmen und zu manifestieren. Also denke nicht klein. Deine Seele sagt dir vielleicht, da ist noch viel mehr drin. Da ist noch viel mehr möglich. Und dein Verstand sagt dann, nein, nein, begrenzt, 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 mach Sicherheit, mach Sicherheit. Das klappt so nicht. Aber hier ist Zeit zum Träumen und auch seinen Träumen und Wünschen, die man wirklich hat, die nicht von außen eine Projektion sind, sondern die du wirklich hast, die auch in die Welt zu bringen. Denn sie kommen tief aus deiner Seele und können Thema deiner Lebensaufgabe hier sein. Und darum ist der Bruch, also der Umbruch, so wichtig. Ich habe ja gesagt, diese Woche ist sehr emotional auch. Und mit dem Turm und hier in Verbindung hier mit drei der Schwerter kann das natürlich emotional einen aufrütteln. Also Tränen, Wutausbrüche, dass man sich komisch verhält, dass man vielleicht Sachen sagt, die man so nicht sagen würde sonst. Also ihr merkt, die Stimmung ist mit wie einem Gewitter aufgeheizt. Und es muss sich ja irgendwo diese Energie entladen. Und das ist hier am Donnerstag praktisch mit dem Gewitter. Vielleicht ist auch im Wetter ein Gewitter drin an dem Tag. Es ist eine energetische Entladung am Donnerstag. Und das muss man einfach verstehen, aus welchem Thema sich das hier aufgebaut hat, dass hier eine energetische Entladung stattfindet. Also ein bisschen Obacht haben. Man kann hier wirklich die 12 benutzen, also den Gehängten, dass man auch vielleicht an diesem Tag ein bisschen in die Beobachterrolle geht, sich selbst und andere zu beobachten, gar nicht verurteilen oder so viel bewerten, sondern einfach nur mal beobachten, um Erkenntnis zu bekommen, andere besser zu verstehen oder sich selber besser zu verstehen. Am Freitag habe ich ja gesagt, da ist es ein bisschen angespannt, kann auch mal mit den Finanzen sein oder dass irgendwas nicht funktioniert, dass du dich ausgeschlossen fühlst. Das sind noch so die Ausläufer vom Donnerstag drin. Aber diese Karte hier sagt, es ist Zeit, nicht vor verschlossenen Türen zu sitzen und zu warten, dass die jemand aufmacht, sondern dass du weitergehst. Da gibt es andere Türen, genug Türen, die offen stehen. Man muss nicht unbedingt vor der verschlossenen Tür hocken. Es gibt ja Menschen, die sitzen ein Leben lang vor irgendeinem Thema und es bleibt ihnen ein Leben lang verwehrt. Und nachher sagen sie, die Welt ist blöd, die Menschen sind blöd, alles ist doof, mein Leben ist doof. Ja, weil sie nicht mutig waren oder die Inspiration genutzt haben, ihre Träume genutzt haben, ihre Fantasie genutzt haben, zu sehen, dass da noch ganz viele andere Türen gibt, die man erreichen kann. Manchmal ist es ein bisschen mühsam. Manchmal weiß man auch noch nicht so recht, wo es hingeht, aber dass man mutig ist, da weiterzugehen. Und es gibt Türen oder Dinge, die sich auch für dich erschließen lassen und für dich zugänglich sind. Also bleibe nicht vor Dingen sitzen, die für dich nicht zugänglich sind. Vielleicht sind sie irgendwann zugänglich. Das heißt ja nicht, dass sie nie zugänglich sind. Vielleicht ist im Moment das für dich nicht erfüllbar oder zugänglich, weil es nicht deine Seele braucht momentan. Dein Verstand vielleicht, dein Ego, aber deine Seele will was anderes. Wenn du darauf hörst und da reingehst, reinfühlst, den natürlichen Ausgleich anstrebst, nicht weit in diesem Irrgarten bleibst, sagst, es ist alles so übel, aber ich irre da weiter durch die Dunkelheit, sondern es führt dich raus aus der Dunkelheit. Also, so hart der Donnerstag ist, der Freitag hat eine Wegweiser-Energie. Ich sehe hier so
Zeichen, die man empfangen kann, die einem helfen, aus diesem Lebensdschungel herauszukommen, dass man einfach eine Richtung sieht. Also es ist ein richtungsweiser Tag. Ein richtungsweisender Tag, so muss man sagen. Dann am Samstag, ja, da hatten wir ja schon diese wunderschöne 10 der Münzen drin, diese tolle Energie von Freude, von Familie, von Glück, gute Finanzen, alles ist hier so positiv drin, gute Gemeinschaft. Und jetzt kommt hier noch der Waken rein, der einfach sagt, das ist ein Tag der Durchbrüche, der Freude, des Erfolges. Vielleicht stehen auch Besuche an, Autofahrten, irgendwelche Reisen, Ausflüge, wie auch immer. Ja, das ist ein guter Tag, auf jeden Fall ein schönes Wochenende. Mir fällt hier gerade ein, ich habe nicht nachgeschaut, aber kann es sein, dass am Donnerstag auch dieser Feiertag ist, Himmelfahrt? Es könnte sein, dass hier Himmelfahrt ist. Ja, und gerade wenn ihr da mit anderen Menschen zusammen seid, wundert euch nicht, wenn die Energien angespannt sind, wenn manche vielleicht ein bisschen nah am Wasser gebaut sind. Also da ist echt gut, dass man so auf sein eigenes Herz achtet und auf andere Menschen auch ein bisschen Acht gibt, ne? Ich habe ja gesagt, Beobachterrolle kann man hier so einnehmen. Das ist ein guter Tag für die Beobachterrolle. Dann am Sonntag schließen wir mit der letzten Karte ab für dieses Wochenorakel, Wochenbotschaft. Hier haben wir die 3 der Münzen drin. Ja, wir hatten ja diese überstrebende Energie der Emotionen, der Gefühle, dass alles so gereinigt wird, dass es die Woche gut abschließt. Mit 3 der Münzen zeigt es uns auch, es war eine lehrreiche Woche, wo man es viel erfahren und über sich selber lernen konnte, vielleicht auch über andere lernen konnte, also irgendetwas mitbekommen hat, was wichtig ist. Also ein gutes Wochenende, um zu genießen, aber auch ein Resümee zu ziehen für die nächste Zeit. Also wirklich, wirklich schön. Ich habe jetzt hier mal noch so Karten hier rumliegen. Ich ziehe uns mal hier noch so eine, ups, so eine Botschaftskarte hier. Habe ich jetzt irgendwie noch Lust? Das sind irgendwie diese wie heißt das Ding? Reading Cards oder sowas. Ja, das passt ja hier auch. Guck mal, spirituelle Woche, ne? Was die Seele will. Und dann kriegen wir hier das dritte Augenchakra. Hammer. Also, das ist die Erkenntnis. Die Augen werden geöffnet. Ne, hier ist ja auch die Kopfebene, dritte Augenchakra, Kronenchakra gemeint. Also super spirituell die Woche und einem können die Augen geöffnet werden in einer Sache. Also kannst auch wirklich meditieren darüber. Öffne mir die Augen, wenn du irgendwie ein Thema hast, wo du immer denkst, shit. Ich komme da immer an diesen selben Punkt und ich schaffe es nicht über diesen Turm hinaus. Ich scheitere da immer wieder dran und dann hänge ich wie der Gehängte da so rum, aber die Erkenntnis will nicht kommen. Gute Zeit, um Rückzug zu nehmen, zu meditieren. Vielleicht auch am Donnerstag, wenn du alleine bist, wenn du wirklich im Rückzug bist. Und vielleicht fließen auch Tränen oder in dir verändert sich was oder du schreist den Frust raus oder bockst in dein Kissen oder was auch immer. Ich habe ja gesagt, es kann emotionsreich werden, aber es kann sich was lösen. Also, und dann öffnet sich das Tor, etwas zu sehen. Also, es ist wirklich eine gute Woche, um zu meditieren oder da Innenschau zu halten, um tiefe Erkenntnisse zu bekommen. Also, sehr, sehr schön. Ja, ich wünsche uns allen eine wunderbare Woche. Ja, entschuldigt hier meinen Huster, meine Husterei. Aber das ist halt ja noch nicht so ganz weg, aber schon besser. Okay, also ich umarme euch ganz herzlich und bis ganz bald. Alles Liebe, eure Dani. Tschüss.